bin Ladina Walzer und ich bin Augenärztin für Tiere. Das Besondere daran ist sicher, dass ich mit den Tieren zusammenarbeiten muss, aber auch mit dem Besitzer Kommunikation suchen darf. Es ist meistens so, dass der Besitzer reinkommt, das Tier auf den Behandlungstisch tut und uns das erste Mal von außen daran beobachtet, wie er reagiert schon. Habe ich das Gefühl, es sieht mich, es nimmt mich wahr. Dann gehe ich eigentlich mit meiner portablen Spaltlampe und mache wirklich einen klinischen Untersuch von beiden Augen. Wir werden konfrontiert mit zum Beispiel Entzündungen im Auge, dann aber auch mit einem grauen Star. Auch das gibt es bei den Tieren. Zum Beispiel beim Hund ist das häufig der Fall. Es gibt auch Augendruckerhöhungen. Oder zum Teil Tiere, die plötzlich erblinden und irgendein Netzhautproblem haben. Das sehen wir auch öfters. Dann Verletzungen ist sicher ein grosses Thema bei uns. Es gibt etwa mal einen Kampf zwischen Hund und Katze. Meistens zu Missgunsten vom Hund. Das heisst, dass die Katze wahrscheinlich eine Kralle in die Hornhaut vom Hund hineingefräst hat. Und das muss man dann ziemlich schnell nähen. Mach mal, geh mal. Wenn sie schnell das Gutschen findet, gerne nur mit ihrem einen Das ist nicht so gern. Grundsätzlich testen wir nicht primär die Sehschärfe des Tieres. Es wäre aber möglich. Was wir aber testen, sind Reflexe. Das heisst, ich schaue immer, ob ein Tier auf eine Handbewegung reagiert. Das ist natürlich ein einfacher Reflex, aber immerhin sehe ich, ob das Tier eine Drohgebärde macht, also die Handbewegung ihm Angst macht und das Auge schliesst. Dann sieht es die Bewegung. Der zweite Reflex, den man prüfen tut, ist ein Lichtreflex, also ob das Tier blendet, wenn man mit einer starken Lichtquelle reinleuchtet. Und das dritte, das man noch schaut, ist, ob es Pupillen im Auge spielt. Diese drei Sachen geben uns Hinweise, dass es dir noch sieht. Wie gut dass es sieht, kann ich wegen dem nicht so abschliessend sagen. Ich sage den Besitzer auch, ich sage das nicht in Prozent, sagen, wie gut ihr Tier sieht, sondern ich sage es lieber je nach Grunderkrankung erklären. Ja, das habe ich schon gedacht, dass du das kennst, gell? Rocky. Wow! Jetzt. Marie ist eine Katze mit multiplen, also mehreren Knötchen ums Auge. Das sind vermutlich, wir haben das Ganze schon punktiert, entzündliche Prozesse, also nicht irgendwie etwas Tumoröses. Aber das müssen wir jetzt noch herausfinden, indem man es jetzt heute rausoperiert und nochmal untersucht. Ich bringe hier noch die Operationskatze. Also was ich mache, ist eine Mikrochirurgie. Das heisst, es ist im sehr feinen Bereich, wo ich operiere. Das Auge ist insgesamt schon ein kleines Organ. Und wir operieren entweder mit einer Lupenbrille oder unter einem Operationsmikroskop. Und da ist es sicher von Vorteil, dass man ein bisschen ruhige Hand hat, weil es wird alles stark vergrößert und auch das Zittern merkt man stark. Das ist jetzt Glera, linkes Auge. Grundsätzlich kann ich sagen, dass mein Beruf schon mein Traumberuf ist. Und das Schönste ist sicher, wenn ein Hund, der blind mit einer beidseitigen Katarakt, also einem grauen Star, am Morgen zu mir in die Klinik kommt, vielleicht ein bisschen ängstlich ist und wirklich nichts sieht und am Nachmittag nach dieser Star-Operation heimgeht und sieht und aufgestellt ist. Und das macht schon Freude und das zeigt mir eigentlich auch, dass meine Arbeit Sinn macht.